Ja, Angelas Geschichte. Aber sie hat ja mit uns jetzt am Ende noch ein bisschen anders geredet. Und das war mir damals noch gar nicht so klar. Da war ich, denke ich mal, noch zu jung dazu und habe das halt nicht so wirklich verstanden. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, durch ihre Erfahrungen von damals, die sie leider machen musste, weil die aufgezwungen wurden, dass bei Angela sowas wie eine, dass das Gehirn gelernt hat zu spalten. Quasi, oder in der Dissoziation zu leben. So in die Richtung, was zumindest erklären würde, warum sie immer so war, wie sie halt die ganze Zeit war. Aber dass sie mit uns jetzt auch in der Lage war, anders zu reden. Weil sie wirkt dann schon, ne? Nicht so, wie wir sie kennengelernt hatten. Und sie scheint auch die Geschichte oder unsere Hintergrundgeschichte zu kennen irgendwo. Ein Stück weit zumindest. Mit ihm kann ich nichts mehr machen. Ne? Nee. Frage ist bloß, woher? Hier kann ich nicht rein. Also kann ich an sich, glaube ich, nur wieder zurück. Ich kann mal gucken, ob ich noch was habe. Was halt echt fies ist, Alter. Wir haben bloß noch 4 Kugeln, ey. Der hat übel viel gefressen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte. Hä? Vielleicht hätte man das. Ach so. Hätte man das auch gar nicht machen müssen. Also vielleicht mit dem Gewehr wäre es, denke ich, mal schneller gegangen. Aber das wollte ich mir auf jeden Fall noch aufsparen. Wie viele Kugeln haben wir da? Hört mal kurz nach. Also wir haben 20 Gewehrkugeln, aber wie gesagt, das will ich mir halt doch bis zum Schluss aufsparen, damit wir da nicht zu viel Zeit verdaddeln. Man hätte es auch mit Sicherheit mit dem Rohr machen können. Weil. Oh. Weil. Es glaube ich auch noch eine Trophäe dafür gibt, wenn man nur mit Nahkampf durch das Spiel durchfährt. Das würde ich aber nur auf leicht machen wahrscheinlich. Muss ich da durch? Ich will da nicht zu nah ran, um ehrlich zu sein. Okay. Nein, 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 nein! Oh Gott. Okay, ich komme wieder zurück. Ich wollte nämlich eigentlich hier in den Gang noch rein. Ach. Toll, wo bin ich denn stehen geblieben? Oh, war das der? Doch, das letzte. Irgendwas war wegen Hof gewesen. Irgendwas war wegen dem Hof gewesen. Wo ich den noch, na! Wo ich den noch zurückbehalten wollte. Den Speicherstand. Aber ich weiß ja nicht mehr was. Okay, Labyrinth. Mal gucken, ob es so ähnlich sein wird. Killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then. James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey. Did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria?
I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. Well, if you happen to make up your mind, I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back, I promise. Ach ja, eine ikonische Szene, die habe ich glatt vergessen, was ich sagen wollte. Sie ist halt immer noch da. Und es tut mir für diese Synchronsprecherin vielleicht ein bisschen leid, aber ich meine, wer den Teil damals nicht kannte, dem wird es scheißegal sein, aber es war mehr freches, mehr spielerisches irgendwie dahinter, wenn sie geredet hat. Das ist das halt so ein bisschen schade. Und ich hatte ja nicht umsonst ihre Stimme eigentlich im Endscreen ersetzt gehabt. Da konnte man es. Also, jetzt hinter den Folgen nicht, weil das passt da nicht rein. Aber den einzelnen, den ich hatte. Okay, wir können wieder darum. Ja, ich erinnere mich. Wir können den Raum auch damit flippen, glaube ich. Oh Gott. Fragt sich bloß, passiert hinter uns was? Ich will mal gucken. Okay, damit können wir wahrscheinlich nichts machen. Das ist unsere Ausgangsposition. Sache ist, kommen wir da hinten noch hin? Weil ich weiß, es gibt eine Szene, die ich auf jeden Fall nicht verpassen möchte. Aber ich glaub, wir haben noch mehrere Möglichkeiten. Ich hoffe nicht, dass hier... Kann ich hier? Nee. Gut, runterfallen kann ich nicht. Labyrinth war ich schon früher kein Freund gewesen, um ehrlich zu sein. Ja, ich werde mal gucken, dass wir hoffentlich alle allerdings durchgehen können. Okay, das ist bloß Farbe, die abblättert. Hier haben wir Green. Rot können wir nicht rein. Können wir auch nicht rein. Das spielt. Kann ich mir was anhaben? Also kann auch sein, dass ich hier langsam durchgehen muss, damit ich nicht in die Dinger reinrenne. Ich mache auch vorsichtig. Das geht, aber die Kleinen halt. Das kann auf jeden Fall dauern. Also kommt drauf an, wie groß sie die Bereiche gemacht haben. Okay.
Wie gesagt, ich weiß nicht warum, oder es war, glaube ich, der Hof gewesen, den ich nicht überspeichern wollte, dass ich auf jeden Fall nicht immer den letzten nehme. So, hier können wir auch noch rein. Was macht das? Okay, das lässt das runter. Haben wir von hier? Nee, ne? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das wird dauern. Ja, so viel zum Thema langsam machen. Au! Doofer Sack. James! James! James, geh doch da unten drin, Mensch! Warum nimmt... Willst du mich verarschen? Warum? Kann ich das bloß von der anderen Seite aus machen? Okay, ich probier's dann nochmal. Mann! Mit drin. Alter! Oh, Junge. Okay, die kleinen Viecher tun mir nichts. Okay, das ist mehr oder weniger auf gut Glück. Aber warum konnte ich denn da jetzt gerade nicht rein? Ach du, halt die Klappe, Alter. Was du hier auch immer willst. Sag mir nicht, das ging nicht, weil der Dings dazwischen war. Warte mal, von da aus sind wir reingekommen, ne? Ja. Das Ding ist, früher waren die Viecher halt nicht nervig. Die konntest du ganz einfach umgehen. Die haben dich auch eigentlich nicht großartig verletzt. Heilungsklumpe haben wir noch, ne? Da muss ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken machen. Brauche ich das für irgendwas? Oder war... Nee, das war aber nicht. Nee, das war auch nicht hier. Ach, da. Shit. Aber wofür? Nee, es ist keine Wand zum Einreihen. Ach, da oben! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, dann kommen wir daraus vielleicht. Also es ist halt fies, wenn du schon mal da in der Ecke bist. Und der krabbelt da einfach nicht durch. Du bist doch bestimmt hier hinter der Ecke irgendwo, ne? Nee, achso, ich dachte. Es wirkte so. Da lebt irgendwas im Kühlschrank. Okay, ich dachte erst an Verdünnung und dachte mir so, das muss aber ganz schön starke Verdünnung sein. Wenn das... Hä?
Ach, war der Schrank davor da? Wenn das den Kühlschrank so auflöst. Warte mal. Also ich höre es auf jeden Fall rumkarabbeln. Ach ja, dann kann ich. Okay, dann war der dämliche Schrank davor. Deshalb hat das nicht gemacht. Aber da gibt. Dann zeigt mir das auch nicht an, dass man. Ne, gibt mir den Kreis nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob es das ist, was wir hier unbedingt brauchten. Hier sind wir, glaube ich, lang, da war zu. Oder sind wir hier lang? Hä? Okay, die Wohnung ist zu. Wo ist es? Ist das Kackviech? Sind wir in dem Bereich jetzt durch? Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher. Ich hab mir jetzt... Okay, da hinten war noch eine verschlossene Tür. Hängekäfig. Okay, scheint so. Ach genau, dafür braucht ihr einen Schlüssel. Okay. Gut, hier sind wir erstmal durch. Okay, was ist... Ich schätze mal, ich brauche noch ein Feuerzeug mit dafür, ne? Also wir können es noch nicht so weit fertig machen. Dann erstmal gucken, wie machen wir hier noch eine Karte. War ich da hinten schon? Ja, hier haben wir es. Hier haben wir, glaube ich, einen Drink hergekriegt. Magie. Heavy. Ich muss den Bereich erst fertig machen und ich komme nicht wieder zurück. Okay, das ist ein bisschen kacke. Oh, ich muss die falsche Tür genommen. Da sind wir lang. Ach, stimmt hier. Super. Ich weiß, wir haben eine Blutspur an der Seite, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Bin ich jetzt wieder rausgerannt? Lol. Okay, dann eigentlich durch die Tür. Ja, es ist ja nicht umsonst ein Labyrinth, aber es ist halt... Da komme ich nicht durch, also muss ich die andere Seite lang. Ist das hier schon die andere Seite? Ja. Okay, ich scheine erstmal safe zu sein. Okay, da komme ich nicht rüber. Schade, schade, schade. Schubfächer, jawohl. Nett. Dass man jetzt hier wirklich wieder fast gar nichts sieht, gefühlt, ne? Ach! James. Ich würde mal gerne wieder mehr Schrotkugeln haben. Wenn möglich. Okay, ich wollte gerade schon wieder Tachchen sagen. Das ist nicht. Ich mache erstmal auf hier. Nur für den Fall, dass wir schnell verlüchten müssen.
Okay, aber hier müsste dann trotzdem noch irgendwie was sein. Oh, nett. Und damit. Damit können wir das Ding runterholen. Das Ding ist direkt da vorne. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Warte mal. Oh, Mann, ich wollte bloß mal gucken, ob man das... Oder wie lange das braucht. Okay, an sich 6 Schuss, aber ich muss halt richtig treffen. Da haben wir unsere Ruhe vor dem Viech. Geht's hier noch wohl weiter? Das musste jetzt sein, weil der andere Typ mich so genervt hat. Also ja, man kriegt sie schon weg und es braucht nicht krass viel Munition, aber du musst halt wirklich dreimal die Hände treffen. Und das hintereinander, ansonsten kommt er halt gefühlt gleich wieder hoch. Das ist halt ungeil. Wir hatten aber da jetzt noch eine Türe. Nein. Oh, Junge. Mann! So mit den Messern, Alter. Junge! Ich wollte es mal ohne probieren. Scheiße. Halt, was haben wir hier noch? Ja, eigentlich haben wir noch genug. Aber mal dieses eigentlich. Man kann nie genug haben. Foto. Ist an der Schlüssel. Ach so. Ach, aus dem Augenwinkel sah es aus, als ob hier wieder so ein Loch ist, wo wir reingrapschen können. Warte. Da müssen wir wahrscheinlich in die Tür rein, oder? Ich nehme mal an. Okay, dann durch den Gang. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwo ein Foto übersehe, damit Sicherheit in dem Gebiet. Wir müssen mal schnell gucken. Okay, nur geradeaus. Hat wenigstens funktioniert. Also ich nehme an, dass ich den eisernen Schlüssel hier brauche und dass wir eigentlich noch ein Feuerzeug oder so brauchen. Oh, lecker. Oh. Ich meine, man könnte mal reingucken, was das ist, aber... Gut, vielleicht sollten wir erst die Badewanne ablassen. Ist, glaube ich, gesünder. Zumindest führt das Rohr hier, glaube ich, auch lang. Hier war sonst nichts weiter, ne? Achso. Gedrückt halten vergesse ich halt immer wieder.
Ja, super. Jetzt regnet es uns die Scheiße auf den Arm hier. Ist komplett die Schüssel gesprengt? Auf jeden Fall. Okay, da haben wir das Feuerzeug. Ich schätze mal, das müssen wir eben erstmal kombinieren mit dem... Achso, müssen alle drei. Ja gut, macht vielleicht Sinn. Aber... Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, die Messer haben wir ja gar nicht. Okay, nur für den Fall, dass hier doch eine Scheiße passiert. Weil, ich möchte sagen, das gab es halt früher nicht. Deswegen... Mal gucken. Vielleicht fliegt das Ding auch runter und wir haben da, ich weiß nicht, Schlüssel oder irgendwas.